In diesem Video zeige ich dir, warum du die Blätter deiner Pflanzen mit Bier abreiben solltest. Denn sicherlich kennst du das auch, dass die Blätter der Pflanzen irgendwann nicht mehr so schön glänzen und auch sehr staubig sind und schmutzig, so wie du es hier sehen kannst. Und um die Blätter eben wieder zum Glänzen zu bringen, eignet sich Bier wirklich besonders gut. Doch dafür mischen wir das Bier. Am besten nimmst du auch abgestandenes Bier, dann musst du kein frisches verschwenden. Oder wenn zum Beispiel vom Vorabend noch was übrig ist, was du jetzt nicht mehr trinken kannst, dann vermische dieses mit Wasser in einem Mischverhältnis von 2 zu 1. Das heißt, 2 Teile Wasser, 1 Teil Bier. Ich habe jetzt hier einmal 400 ml Wasser genommen und 200 ml Bier mit dazu gekippt und verrühre das Ganze jetzt einmal. Denn wichtig ist auch, dass die Kohlensäure bereits draußen ist. Ich habe ein weiteres Video gemacht, da zeige ich dir, warum du Pflanzen mit Bier gießen solltest. Du findest es oben rechts in der Infobox verlinkt. Die gleichen Sachen, die ich da erzähle, die gelten auch für die Blätter der Pflanzen, denn auch diese nehmen die Nährstoffe auf und so können wir hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir die Blätter einmal reinigen und dazu auch noch etwas für die Pflanze tun. Dafür nimmst du jetzt einen Wattebausch oder einen Lappen und gibst das Ganze einmal in diese Bier-Wasser-Mischung hinein und reibst jetzt einfach die Blätter der Pflanzen damit ab. So entfernst du, wie gesagt, den kompletten Schmutz und hast eben auch wieder einen richtig schönen Blattglanz danach und die Blätter der Pflanze können die Nährstoffe aufnehmen und so kannst du der Pflanze auch noch etwas Dünger mit dazugeben. Was du allerdings auf keinen Fall machen solltest, ist die Pflanze von unten damit abreiben. Denn hier herrscht ein Austausch, den du damit blockieren könntest. Das solltest du lieber nicht tun, deshalb auf jeden Fall nur immer von oben die Blätter mit unserer Bier-Wasser-Mischung einmal abreiben. Und wenn du das Ganze dann gemacht hast, bei allen Blättern der Pflanze, dann kannst du auch direkt schon sehen, dass alles deutlich mehr glänzt. Der ganze Schmutz und Staub ist eben ab. Und wie du hier jetzt einmal sehen kannst, sammelt sich mit der Zeit doch ziemlich viel Schmutz und Staub auf solchen Blättern. Denn das Ganze sieht jetzt nicht mehr so schön sauber aus. Probiere es auf jeden Fall bei dir einmal aus und lass dich vom Ergebnis überzeugen. Wenn dir dieses kleine Video geholfen hat, dann würde ich mich jetzt außerdem über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir außerdem gerne in die Kommentare, ob du das Ganze schon kanntest. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.